Geschwindigkeit kennt sie in der Schweiz nicht mehr, da sind die Autobahnen alle durch. Ja! Wurde neulich geblitzt. Trotzdem geblitzt. Ja, mit Watte. 2 km/h Trümmer. Oh. 40 Franken. Gibt es Toleranz in der Schweiz oder ist dann, sind die da so richtig strikt? Ja, ja, die haben schon, okay. Ich glaube, 2 Toleranz abgezogen. Eigentlich war ich 4 km/h drüber. Ah. Oh, aber damn. Die Franken sind ungefähr 60 Euro, oder? Nee. Wie viel sind das? Auch irgendwas um die 40 rum. Hier wären es 20 oder 25 Euro. Nee, ist nicht 1:1, oder? Ist nee, es ist nicht 1:1, aber es ist nicht super. 0,9 okay. Irgendwas. Ja, leider trotzdem ist in der Schweiz alles so super teuer. Ja. Dafür ist die Schweiz schön. Ja. Ja. Wenn du so Storys siehst, wo die mit dem Hund spazieren gehen, dann denkst du schon so, Alter, sowas findest du hier nicht, ey. Ja, das ist wirklich richtig schön. Die Kumu, Alter! Ja! Ich glaube, Dinger besuchen, wir gehen in die Berge. Ja. Mit hast den du in Hunden. Zürich? In Zürich hast du aber keine Berge. Was hast du denn für einen Hund? Hier, keine Corso. Ich weiß nicht, was das ist. Das ein 60-Kilo-Pony. Ein schwarzer, okay. Bulliger Hund. Ein schwarzer, bulliger, ja. Aber süß. Ja, ist sie. Pubertiert gerade. Hat heute den ersten Milchzahn verloren. Ich bin ganz stolz. Auf die Natur, ganz stolz. Hast du den wenigstens gekriegt? Ja, ich hab den. Hast du einen? Nice. Ja, wir haben auch einen von unseren aufheben können. Den haben wir dann in Epoxid gießen lassen. Sicher, dass der von dem Hund noch nicht an dir drin ist? So viel zum Thema Trash Talk. Ich kann hier in Kühe fahren. Warum hat mir das keiner vorher gesagt? Und Maulwürfe kommen auch aus dem Boden, muss er aufpassen. Ah, dann ist das die Map, die es früher auch schon gab. Ja, aber auch damals war die besser. Ja, aber damals habe ich es geschafft, nicht in Kühe zu fahren. Früher war nämlich alles besser. Ja, damals gab es die unter so einer, früher war alles so einer besser. Brücke von rechts nach links gelaufen. Also. Was, die Kühe laufen hier auch, aber viel langsamer. Erstmal weg zum Batzen. Oh, voll nett, dass du mich umgefahren hast. Aber immer gerne, du. Ja, dann klau mir doch nicht meine Items. Nein, du blöde Bombe! Ich fahre in meine eigene Bombe! Ach, deine war das auch noch. Ja, ja, dann hast du es verdient. Die fliegt bei Dalu am Kopf, aber hat nicht funktioniert. Mal einen Pilz ab, Balouet, danke. Ne, sind meine. Ich hab schon einen. Ganove. Ganove. Bumm. Ja, bumm, bumm, bumm. Aber okay. Ich hab noch nicht den Anschluss verloren. Ich sehe die letzten noch. Nee, wie man schmeißt sowas nicht nach vor hinten. Nach vorne ging aber nicht. Okay, hier wird's jetzt nochmal wild. Wir haben schon Cube geworfen, ey. Und ich krieg kein letztes Item. Das ist weg, die Runde. Ja. Ich würde sagen, Platz 1 muss erst bestellt werden. Oh, was? Wer war die Runde? Das war Louis. Ja, der war von mir, Nebi. Dann hab ich mir abgeschossen. Na, oh. Ah, Wex ist vor mir, Mann. Ja, ja, so muss es sein. Ach, da. Unverdient, würde ich sagen. Unverdient. Unverdient. Ach, Ding hat den Char gewechselt. Das schon, gesagt, das ist, ja. Ja. Ja, stimmt. Jetzt ist Knochenbause. Schön ist auch der Cheap Cheap Strand da. Der ist ja, auch das ist eine cool. Schöne Strecke, ja. Der ist auch gut, ja. Aber es gibt allgemein zu wenig Gute in der Mario Kart Version. Ja, und ich verstehe gar nicht, warum. Also die ganzen... Also die haben die halt scheiße geremastert, ey. Auf der Wii gab es echt gute Strecken. Alleine die Donkey Kong-Strecke, wo man sich durch die Kanone schießen konnte, die war geil. Ja, die gibt's doch hier. Ah, nee, die schießt ja nicht durch die Kanone. Nee, ist schon gut. Das und andere. Also die mit dem... Also entweder die mit dem mit diesem Dschungel, wo du diesen Berg hochgeschossen wirst und dann wieder runterfährst. Von mir ist aber auch die Schneeversion davon. Ja. Mit den Halfpipes. Also, die ist schrecklich. Ich finde da die Endkurven am nervigsten dran. Ja, wenn du da keine Pilze hast, cool. Ist das halt scheiße. Ja. Vielleicht ist es mit Maus und Tastatur besser zu spielen als mit Controller. Ein Rennspiel? Gibt ja die Gerüchte, dass Epic irgendwie an Nintendo dran ist, irgendwie, ne? Dass die da irgendwie. Also Epic Games hat per se gesagt, die Spiele von Nintendo auf den PC zu bringen, wäre kein Problem. Ja. Das sind Epic Games gesagt. Ja. Also Epic Games verhandelt gerade mit Sony und Nintendo, weil die Spiele auf PC bringen wollen. Oh, das wäre echt krass. Das wäre natürlich krass. Das wäre richtig wild eigentlich so. Aber ich weiß nicht, ob Nintendo da so offen für ist.
Ja, ich glaube, da geht's auch, ist viel kommunikationsmäßig. Ich glaube, Nintendo ist da so festgefahren, dass sie das halt gar nicht machen wollen. Aber wenn sie drüber nachdenken würden, wäre das schon cool. Aber never change a running system. Oh, ich habe einen Abschuss! Mit guter Verbindung wäre krass. Ja, aber ist Nintendo ja egal. Nintendo macht ja trotzdem Kohle. Ich bin gerade Erster geworden. Aber Nintendo verkauft seine Konsolen und seine Lizenzen. Ja, eben, Nintendo läuft ja komplett ohne Kooperation so gut. Machen die nicht. Da brauchen die nichts. Ja. Das ist schon eine Welt, ey. Stellt euch vor, Nintendo-Spiele ohne schlechte Internetverbindung. Bex ist halt auch gar nicht mal so gut, ne? Sorry, Bex. Hallo? Was ist das? Ich bin Platz 9, ja, das ist so gut. Ich halt ja, aber ich sehe dich halt noch. Das ja, okay. Ja, ich bin auch gerne da, wo die Party ist. Der Diss von hinten. Da kommt der Diss aus der letzten Reihe. Boah, hier so ein Pilzwarm ist so kacke. Nee, aber erst bin ich auch weg, ciao. Ach, falsche Richtung, oh mein Gott. Wie kann man denn in die falsche Richtung fahren? Ja, ich bin so hart gegen die Wand geprescht. Lakito schreit dich doch dann förmlich an, ey. Ein Online- ja, ich sehe Lakito einfach gerne. Ich hab dann direkt vermisst. Warum sind eigentlich alle Schwarze hinten? Oh, ey. Vor mir einfach drei rote Flaggen. Also ich sehe nur Sterne und Kanonen zügeln, Willi, aber nur bei den anderen, nicht bei mir. Bleib hinter mir! Nee, Tinker. Oh oh. Was soll das? Das ist der Shadow. Und wieder Blitze und Sterne überall. Anders, was ein Waffenschein für diesen Stern? Ah, zwei da! Jawoll, los geht das. Hör schon mal ganz gut. Ja, ja, nicht letzte! Nicht letzte! Nein, ich bin in die Wand gefahren. Bam! Was? Ey, das war ziemlich schlecht. Oh, Digga! Crazy. Guck mal! Oh, Digga, ich war so schlecht, gell? Das ist ja krass. Hat sie sich Mühe gegeben? Hm? Ja. Oder hat die Rakete dich ins Ziel geschleift? Psst. Nee, tatsächlich war nicht. Das war ein Stern. Schieb-Schieb-Strand. Jetzt geht's ab hier. Ich weiß auch nicht, welche Strecke man nehmen soll. Da ist nichts Gutes bei. Ey, sei ja, also so ein Strecken-DLC hätte Mario Kart in den ganzen Jahren echt nochmal gut getan. Ja, aber sie haben ja eins rausgebracht, ja, ne? Oder waren es sogar das zwei? Das war auch irgendwie vor 1000 Jahren direkt nach Release und danach kam nichts mehr. Ich freue mich ja, wenn es Mario Kart 9 gibt, wieder auf allen Schwierigkeitsgraden. Der 50cc. Ja, der Anfang ist echt schön so, ne? Nee, ja, aber boah, ist das langweilig. Vor allem, du guckst dann so, oh Mann. Du musst 40 Strecken fahren und halt die ganze Runde dauert. Ich hoffe, die ändern das Freischaltsystem im nächsten Mario Kart. Das mit dem Münzensammeln ist so ätzend auf Dauer. Was kann man damit freischalten? Nein, du schaltest halt die Karts und ja, so geht ja die Reifen und die Karts und die Gleiter frei. Und wenn du einen bestimmten man kann übrigens willst, runterfallen. Das stimmt. Aber das mit dem Freischalten geht ja super schnell. Ja, wenn du viel. Ja, klar. Hier sind Pilze! Also, oh. Ich fand nicht, dass es super schnell ging. Aber ich hab's auch nicht so durchgezogen. Du musst halt auch immer darauf achten, dass du in den Rennen auch immer schön deine 10 Münzen sammelst und die mitnimmst, ne? Ich wünsche, wir würden es schaffen. Ja, ist egal. Ich glaube, du musst die nicht mitnehmen, oder? Es geht nur darum, wie viel du in dem Track gesammelt hast. Echt? Achso. Deswegen kann Tinker ja wahrscheinlich schon den einen oder anderen Gegenstand oder freigeschaltet haben. Einfach nur, weil sie mitgefahren ist. Ha! Ich wurde noch nie in meinem Leben von so viel Green Shards drauf wie gerade. Wer ist denn der unsichtbare Pilz? Oh nee, da hab ich die Piranha-Flanze erwischt. Ah, nee, wieder so ein Lackerfe, glaube ich. Und so Angst vor diesem Stern, Mann. Was hast du vor, alter Mann? Ich bin weit vorne. Ist doch gut, oder nicht? Ja, aber warum schießt du nicht auf den vor dir? Weil diese bei den Kurven nicht einschätzen kann, nichts mehr. So. Oh, Abkürzung in den Abgrund. Scheiße, ey. Mist, ey. Fies, ey. So. Ich glaube, das ist schon vorbei. Oh, wer ist denn da noch ganz vorne? Ja, Dalukom oder ich so. Ich bin's nicht.
Ah, ich bin auf einen soliden Leuten Platz. Ich sehe auf jeden Fall schon wieder Raketen und Sterne hinter mir. Und noch mehr Sterne und Raketen. Ja. Ich sehe mal Louis' Name vor mir. In der letzten Runde hauen die... Louis wird noch jetzt gefressen. Das ist alles, was ich jetzt noch versuche. Louis. Dann überhole ich dich einfach. Mist. Und ein wurde Tinker neu erwischt. Ey, das ist einfach noch viel krasser, wenn dein Audio laggt. Ah, vor Dalu im Ziel. Ich habe sogar mehr Punkte als Dalu. Das sieht gut aus. Im Moment. Das sieht gut aus. Letzte Runde, also für den Cup. Schon? Oder? Ich glaube. Nee. Doch, ich glaube schon. Der erste hatte 37 Punkte, also ich glaube schon. Was ich von Subnautica halte, weiß nicht. Ich hab's halt nie gespielt. Ich hatte auch nie einen Reiz, das zu spielen. Alba Louis? Neutral. Ja. Ich fordere dich heraus. Okay, wo rein? Wo rein? Im Ring-Fit-Stream. Oh. 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 Alter, das ist unfair. Ich wiege 180 Kilo und du? Weniger. Was kann man denn da machen? Oh. Ring-Fit ist anstrengend. Nein, Ring-Fit ist echt anstrengend. Ich hab. Also, ne, ich habe jetzt seit einem Monat oder etwas drüber, habe ich mich so ein bisschen zusammengenommen und ein bisschen Diät gemacht. Ich habe schon 12 Kilo runter. Ich habe mir auch unter anderem Ring Fit gekauft dafür, ja. Na, guck. Hat auch gut funktioniert. Aber wie kann man da eine Challenge machen gegeneinander? Also, gerne. Ja, wer mehr halt Punkte hat, man spielt es einfach zusammen. Ja. Also, jeder spielt und guckt dann, wer mehr Punkte hat. Die Challenge ist zuerst bewusstlos. Da gibt es ja diese Minigames, wo du dann hier drückt das Ding. Den Boss besiegen kannst und so. Ja, oh. Nee, es sind richtige Minispiele. Es ist wirklich, also nicht die Story-Minigames. Es gibt auch wirklich solche Sets, die du nachmachen kannst. Also das wird ja, ist ja lustig, nur weiß ich nicht, ob meine Zuschauer es lieben, mich schweißdurchnässt anzugucken. Ich glaube, genau das werden die lieben. Muss aber schon einen richtigen Trainingsanzug da haben. So einen engen. Oder ein ich fühle mich als Mr. Satan-Shirt oder so ein Kram. Da. Ja, ja. Fun so ein Fact, Borat noch in dieser Anzug. Map kann man runterfahren. Das Tinker macht so ein bisschen Q&A-Testing, 4 Jahre später. Okay, Tinker, machen wir einen Termin. Ja, ja machen wir. Wo machen wir das? Hab ich Bock drauf. Klingt nice. Lustig. Hab dich gerade übrigens abgeschossen. Ja, toll, danke schön. Ich bin auf Platz 11 jetzt. Das hat mich gerade so verwirrt, dass ich jetzt deswegen ganz hinten bin. Ich bin auf Platz 3. Kann das jemand screenshotten? Kann das sein, dass screenshotten? Ich werde nur von Sternen und Raketen. Aber ich hab's unzufallen, dass ich das machen muss. Ich bin 10. und krieg einen Geist. Ja, genau. Ach, du hast mir geklaut, ey. Jeder wird es verdient. Oh, ey, das ist mit den Items ist wirklich einfach Bullshit. Mist, Mann. Ich hätte nicht gehört, bei der Rakete. Muss sagen, fies. Oh. Oh Mann. Und da kommt Raketen-Louis an allen vorbei. Ihr habt es geschafft, bei Rakete auf das Ziel zu kommen. Oh. Ich dachte, ich kann die einsammeln. Gibt es einen kleinen Tipp, den du wissen musst, Vex. Okay. Mit der Rakete überholst du immer, also nicht, also außer sie sind zu weit weg, aber 3 Leute maximal. Ja. Wenn du also genau 3 Leute vor dir hast und du nutzt deine Rakete, dann ist sie nach 2 Metern wieder aus. Ich hatte keine Ahnung. Aber diese Kurve ist einfach Müll. Nein, die Kurve ist echt scheiße. Ich mag die halt einfach nicht, überhaupt nicht. Ist zu scharf. Ein bisschen mag ich diese Scheißkurve. Ja, oh, die Sterne. Ey. Scheiße. Nein, Horten hört häusliche Gewalt! Horten hört häusliche Gewalt? Kennst du das nicht? Von Horten hört ein Witz. Nee. Von Family Guy. Nee. Oh. Horten hört häusliche Gewalt. Da nur nicht auf einem Platz, nein! Nein, ich bin vor dir. Das liegt an deinem Buchstaben. Du fängst mit B an. Ja, und die nehmen wir mal zuerst. Guck mal, wer vor dir ist. Ja, jetzt ist er oben, weil er mit B anfängt. Ja. Nee, das liegt nicht daran, das liegt an dem Skillfaktor. yes, 3. Mit Dalu auf einer Ebene. Na gut. Ich mach die Lobby wieder neu auf, ne? Viel Spaß.
Ah, sehr schön, macht mir sehr viel Spaß. Und jetzt das CC-Special für Tinker. Wenn du das gerne möchtest, machen wir einmal. Wenn du dich auf den runterfällst, kannst du jetzt die ganze Runde über runterfallen. Kommt das hin bis 19 Uhr, ja, ne? Dann können wir jetzt eigentlich ein Special. 200 CC geht, kann locker noch eine normale Runde inzwischen danach. Ja, ja. Nochmal 200 CC ab. Tinker, jetzt siehst du Mario Kart, wie man es eigentlich spielt. Wie man es nicht spielt. Und du darfst keinen schweren Charakter nehmen. Genau, jetzt und darfst du dich beklagen währenddessen. Okay, ich möchte ganz kurz anmerken, ich müsste danach einmal schnell meine Nudeln aufkochen, damit ich heute noch Abend esse. Also wenn ich danach Nudeln machen gehe, ist das nicht, weil ich super traurig bin, dass das noch schlechter lief als davor, sondern weil ich echt Hunger habe. Okay. Natürlich. 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 Spiel, ja. Ja, natürlich, natürlich. Chat, ich bin eben was zu trinken holen. Moment. Oh, und dann die Strecke. Okay. Die hab ich vorgewählt. Oh Mann, welcher Idiot großen, hat die gewählt? Drachenmauer ist eine der schwierigeren. Ja, das ist welcher dumme Kerl. Die ist da, da kannst du jedes Mal runterfallen. Los. Jetzt schön Turbo-Starter machen. Easy. Du kannst hier überall runterfallen, Mann. Oh nein, warum macht ihr das mit mir? Das waren nicht wir. Ich challenge dich, vor allem bei der ersten Kurve direkt runter. Geschwindigkeit hier das direkt. Ist so viel was ist denn los mit euch? Das ist so viel besser. Da kriegt halt direkt der Psychopath in Dado rein. Jeder Pilz ist Killer, Alter. Oh mein Gott, ja, das war's. Hallo, Baloui. Willkommen auf den Lindenplatz. Ja, das ist furchtbar. Ich mag das auch überhaupt nicht. Aber es ist auch die große Drachenmauer. Die große Drachenmauer ist allgemein. Ich bin noch nicht aus dem, ich bin aus der Map gefallen. Wenn ich den Zuschauer erwische, der da die gewählt hat, der wird hier gedeckt. Das wird im DoD nachgeschaut. Ja, auf jeden Fall. Mein Plan ist es einmal zu fliegen und dann das Es war aber auch random. Er kann da eigentlich nichts für. Er hat auf random gedrückt. Ist egal. Er hat gewonnen. Er hat gegambelt. Man muss sich bei 200 CC für leichte Maps entscheiden. Das ist die Regel. Ach Mann, diese Kackdrecke hier! Hast du auch deinen Kart angepasst, Baloui, oder fährst du noch mit dem gleichen? Nein, ich fahre den kleinen Pünktchen. Weil anders brauchst du hier nicht fahren. Ist so ein bisschen wie sich als Betrunkener vom Zimmer zum Klo vorzuarbeiten. Überleg mal, wie lustig das ist. Ja, merkt ihr den Spaß? Lustig. Das ganze Spiel ist direkt besser geworden. Oh, mit dem Stern vorbeikommt, wuschen wir runter. Das sagt er halt jedem und es stimmt einfach nicht. Ich finde das echt das voll lustig zu sehen, wie alle gegen die Wand fahren. Och Mann! Oh, yo! Wenn jetzt nicht noch 50 Sterne kommen wird! Alter! Den Blitz habe ich nie abbekommen, weil ich. Oh, doch, habe ich. Scheiße. Oh, Baloui, ich hab so ein Wort, das das Ganze hier schön macht, ja? Schadenfreude. Nee, geh mal weg jetzt, geh mal weg jetzt. Ja, bin weg. Geh mal weg jetzt. Oh, ich bin runtergefallen, das freie Bahn. Ich bin dreimal in drei Runden an derselben Stelle runtergefallen. Seid ihr schon durch? Geht durch, ja, endlich. Ich dachte, ich bin am Anfang der ersten Runde. So, Tinker, und das ist 200 CC. Und jetzt weißt du, warum er das nicht fahren möchte. Nein. Also das jetzt würden wir auch deinen Rage-Quit verstehen, oder du verstehst, warum wir denken, dass du gleich einen Rage-Quit hinlegst. Ich bin nicht letzte. Erstmal wollte ich gerade sagen, Tinker hat hier doppelt so viele Punkte wie sonst. So nämlich. Dalo hat aber auch viel mehr Übung als wir, weil er mit dem Pietz das immer 200 gefahren ist. Das ist auch gerade, ob ich die Hilfsgegenstand für uns, um an mich jeder sollte immer 200 CC. Nein, 200 CC Schmutz! Hab ich da gehört, der Feed Lagune? Let's go. Oh, die ist auch schlimm. Ich hab immer noch Spaß. Also hierbei kann man keinen Spaß mehr haben. Habt ihr schon mal Goat Over It gespielt? Goat Over It? Nee, Go Over It, oder? Natürlich. Get Over It kenne ich. Nein, ihr müsst mal Goat Simulator Over It spielen. Da hat man, da habe ich keinen Spaß mehr gehabt. Goat Over It. Get Over It bin ich aber irgendwann auch so. Ich will auf jeden Fall der vierte Scheißspieler. Jump Night will ich auf jeden Fall nochmal spielen irgendwann. Ah, das, wo du nur springen kannst. Ja, genau. Ja, okay. Oh, come on, Leute, wirklich, da kann man nur runterfallen. Was ist denn los mit euch? Hey, Rainbow Road. Ihr lieben Zuschauer. Wer war das denn jetzt? Können wir den bannen? Die Strecke sieht im Stream immer so scheiße aus. Die Bitrate reicht nicht. Hier gibt es nur eine schlimme Stelle. Und zwar, wenn du diese gelben Rampen aus Versehen triffst. Weil die willst du ja nicht hitten. Achso, will ich das nicht? Ups, nee. Das ist eine Falldefinition für jede Kurve im Spiel, auf der Map. Und wenn du die nicht triffst, dann ist eigentlich geil.
Eigentlich. Außer die letzte in der Mitte, die kannst du auch so treffen. Da kommst du drüber. Ja, aber dann bist du trotzdem langsamer. Ach, scheiße, ey. Hä, wenn du straight über die Mitte fährst mit einem Pilz? Ja, brauchst mit einem Pilz kannst du auch weitlich fahren. Alter, oh mein Gott. Wer war das? Mann, ich hasse es einfach. Ich hasse 200cc und ich hasse diese Strecke. Und nein, ich hasse es einfach. Wenn du eine Rakete bekommst und die hört kurz dann vor der Kurve auf, ja? Ah, schön. Ja, Mann. Kein Mensch will 200cc fahren. Keiner. Scheiße, Mann. Ich versuche nicht runterzufallen. So nehmen. Ich hole jetzt wieder auf. Ey, ich verrate euch mal einen Trick. Ihr müsst einfach nur Raketen bekommen. Ja. Ich drifte ständig runter, weil ich das nicht mehr kann mit so. Ups. Oh, das war eine clean Runde. Du bist schon durch? Ja. Echt jetzt? Ja, du bist gerade in meine blaue gefahren, die wird nicht für mich fahren. Ich hab kurz, ich glaub's nicht, ich bin kurz vom Ziel runtergefallen. Wie viele haben mich überrundet? 2. Also ich bin noch, ich bin der Letzte, den du überholen kannst, Dicke. Alter, da kommt Zahn und... Ich bin schon wieder unten, das funktioniert nicht. Ich hab Dinger nochmal überrundet. Boah, also. Wie kann das so sagen? Wie gemein. Naja, ich sah nur auf der Minimap raus. Es ist, also was ist denn daran lustig? Was macht denn daran Spaß? Die Geschwindigkeit in einem Rennen macht Spaß. Nein. Also, du hast wirklich low Bitrate, ey. Weil bei 150cc ist es nur ein Auto, aber nicht Rennen. Ich mach Kumu, weil das ist schön. Scheiße. Mach doch jetzt noch Big Blue. Ich wollte die gar nicht, ich hab zu schnell gedrückt. Babypark auf 200cc. Nein, ich hab die falsche Map ausgewählt. Ich wollte die rechts davon auswählen. Oh, meine Mutter meint gerade, sollte mir mal was überlegen bei Mario Kart. Ich soll mal nicht so frech sein. Verstehe ich nicht. Aber die ist gut auf 200cc. Da kannst du nicht runterfallen, Tinker, und es geht nur im Kreis. Ja, du kannst aber auch nur Bounce fliegen. Was? Ja, du kannst, von der Map. Ja, du kannst von der Map fliegen, wenn du zu hoch fliegst, also springst. Also, ja. Aber da kannst du eigentlich, kann da nichts passieren. Ja, eigentlich. Wieso bin ich eigentlich so ein Bronzefigürchen? Also ich finde das schön, aber... Rosa das Gold-Piece ist für mich Platz. Also das ist nichts Besonderes. Nee, ich habe gerade überlegt, ob es also Gold-Mario schon denn so als letztes Freischalt ist, aber Rosa Gold-Piece ist Standard. Kriegst du Rosa Gold Peach nicht, wenn du Silber Mario freischaltest oder so? So wie Jump können die Map auch einfach Delfinstadium heißen. Ach ja, das ist die schlechte Rampe am Ende. Nee, ist die gute. Ist ja voll dumm, wenn ich hier so springe, dann springe ich über die Items. Ja. Aber Items macht gar nicht mit. Du hast schon 3 Mal gebracht heute. Es wird immer besser. Dankeschön. Keine Sorge. Ich hab lang trainiert. Boah. Item geklaut. Heißt. Du kannst so schön nach jeder Rampe boosten, das ist so schön. Ui, rausgesprungen aus der Map. Ja, geil, das wollte ich. Das sollte ja eigentlich nicht passieren. Aber die Map hat die leichteste Kurve der Welt. Nee, die leichteste der Welt ist Babypark. Babypark kannst du aber nie in Ruhe fahren, weil du da nur Geschosse um dich herum hast. Da kommt die blaue, ich hab eigentlich gut aufgewartet. Bitteschön, ich sehe mich heute mal von mir, Gott. Ne? Tinker ist hier voll mit dabei hier. Ja, ich sehe euch alle, wie cool ist das denn? Nein, jetzt krieg ich einen Item-Bug! Ja, hast du die Münze die ganze Zeit durchrollen? Ja, ich konnte nicht yes. Stoppen, das war das letzte Item und ich hab den Item-Bug und hab dann zwei Bomben. Kann sein, dass die ganze Lobby jetzt so weiter verbuggt bleibt. Ich hab 2 Bomben gekriegt. Bam, bitches. Einfach. Wir sollen noch nicht fliegen. Sollen wir die nochmal fahren? Mach mal Big Blue. Nee, mach mal nicht. Doch Big Blue ist wirklich vom. Da merkst du, wie gut das sein kann. Unten rechts, ganz rechts. Ja, ganz unten rechts. Ja, guck mal, ich hab schon. Community, was ist los mit euch, Alter? Wer, der mit der Sonnenbrille da? Wieso nimmst du diese Strecke? Oh, Babypark. Ich hab blind, drin. Deswegen hat die genommen. Nein. I want my baby back, baby back, baby back. Nee. Doch. Cheep, cheep.
Ah, ne, bei Vex hat es langsam gemacht. Ne? Ja, ich war auch nicht sicher. Was bei mir? Bei dir ging es langsam. Wenn es einen vor dir langsam gegangen wäre, wäre meine Strecke dann gekommen. Cheap, cheap Strand. Cheap, cheap, cheap. Ich wollte eigentlich in schöne Ruhe fahren und nicht auf 200. Ja, fahr doch langsam. Ja. Muss ich einfach, ne, immer wieder A drücken, musst du dich durchdrücken. Fahr doch einfach nicht. Bleib oder stehen. Das? Ja, damit klingt er auch mal besser, als Platz 12 macht. So. Oh, sie war gerade Platz 9. Ja, aber so nämlich. Zufall. Oh. Da kommt das Blut in Ballung. Oh. Immer schnell die Map außerhalb der Verkunden. Ja, hier haben wir eine schöne, also kannst du auch hier sonnen und so. Mann. Wow. Die Preise hier für den Hamburger, okay, 5 Euro, das ist ja krank. Wahrscheinlich nicht. Oh, Anna! Das nehme ich persönlich. Okay. Okay, Tinker krieg ich nicht, weil die einen Stern hat. Tinker kriegt sich selbst. Tinker so zu schauen, wie sie fährt. Das ist so schön. Ich sehe hier noch welche. Fahr. Jo. Ihr müsst unbedingt die Krebse berühren, das gibt Bonuspunkte. Mhm. Ja, ich glaube dir alles, was Nippel du sagst. Weiß ich, dankeschön. Oh mein Gott. Als fünfter so blauen bekommen, ist auch wild. Boah, die Pflanze! Warum fliegt die blaue da so langsam? Ach ja, wir spielen 200cc. Die kommt nicht hinterher. Du bist schneller genau als die blaue. Ja. Kannst auch manchmal noch den roten wegfahren und so. Ich weiß halt auch gar nicht, wo es hier Abkürzungen gibt. Hier eigentlich egal kaum. Ja, doch. Durchs Wasser fahren ist kürzer teilweise oder so. Ich hab wieder eins im Back geblendet. Was soll denn? Ich sag ja, das kann in der Lobby sich jetzt durchziehen. Mann, und die erste und der zweite kriegen beide eine Tröte. Mann. Was ist denn der Itembug für dich? Du kannst die, wenn die Item-Rotation kommt, kannst du es nicht stoppen. Nicht stoppen oder du bekommst nur Münzen. Genau, oder du kriegst halt Items, die du eigentlich nicht kriegen darfst an der Stelle. Also wie zweimal eine Bombe oder zweimal eine Tröte und so was. Das passiert immer durch D-Sync, sowas. Also okay, geht doch, oder? Tinker wollte jetzt Nudeln kochen, ne? Ja, ja, ich würde ganz kurz runter in der Runde aussitzen und mir schnell was zu essen machen. Ich guck gerade mal, was sagt denn die Zeit? Spamst du ja das letzte Item, spamst du ja immer weg, damit du halt vielleicht noch einen Pilz oder so bekommst und dann rotiert das so lange durch. Länger als normal. Wir schaffen noch eins. Das ist jetzt eh die letzte Runde. Dann machen wir jetzt, danach kommen wir dann Dreadhunter. Ich mach mal die Lobby im Neujahr. So, dann Leute. Guten Hunger, Tinker. Danke. Ciao, ciao. Denk auch dann deine Katzen was zu geben, ne? Nicht verhungern lassen. Ja, ja. Bis gleich. Bis gleich. Meine Switch hat gerade Identitätsprobleme. Könnte ich sein. Kaum ist Tinker weg, sind alle Schweizer Auge gegangen. Ey, wollte auch gerade sagen, ja? Was ist hier los? Das ist nicht komplett rausgegangen. Aber vorhin hat man eh nicht so viel gemerkt, weil die Noten waren. Wahrscheinlich, weil die Tinker nachgekommen sind, oder? Oh, das kann sein. Ah, ja, ja. Oh, das ist wahrscheinlich, ja. Oha, wer ist der Donkey Kong? Der ist richtig schnell gewesen. Der war so langsam hier. Nee, jetzt wieder gut. Das fühle ich, die Geschwindigkeit ist doch das Einzige. Die kannst du nicht fühlen, hier ist nicht mal Fahrt. Ich bin. Du hast ja nicht mal eine Windschutzscheibe. Also, wenn du da keinen Fahrtwind spürst, dann tust du mir aber leid. Stehst halt fast. Nur mit dem Pilz kommt so ein Lüftchen. Ich weiß auch nicht, ey. Komm schon, wie weit bist du denn gekommen, Nefi? Ne? Auf welchem Platz warst du denn bei 200cc? Erzähl doch mal. Wie gut hast du das hingekriegt? Besser als du, glaube ich. Ja, aber das heißt ja nichts. Ich bin auf demselben Platz, als ich normal auch bin. Anpassungsfähig. Ach, da ist Dalu vor mir, der Ganove. Das ist ein Stern. Oh. Alter, er hat auch noch den ultimativen Ultraschutz. Noch geh mal weg mit deinem. Nee, du brauchst nicht bremsen. Ich sehe das schon, dass du das extra machst. Alle, meinst du, ich bin nur einfach zwei Sterne. Ich bin nicht extra gebremst. Ich war auf dem Grün. Also, ja, gut. Macht sich besser unbedingt. Kämpf ja nicht um den siebten, da wo du bist. Hier, den. Bitteschön, Galo. Ich hoffe, der erwischt dich in der Luft. Hat nicht getroffen. Hat er sehr wohl, ich hab's gesehen. Diese. Ja. Aus dem Weg. Er hat wirklich nicht getroffen. Doch, was hat zum. Achso, okay. Boah, ich dachte. Hätte ich aber gleich geheult. Also wirklich.
Mann, also das war Sun, das war nicht ich. Ja. Jetzt, kommt wieder, oh, jetzt kommt wieder alles. Roten, oh, ja, jetzt kommt wieder die Sterbe. Und da wurde ich von der Kanone getroffen. Und jetzt ein Blue Shell. Bin ich letzter. Ich war gerade zweiter. Ich wurde von einer roten getroffen. Nee, eine rote auf Platz 2. Und wieder von der Kanone, jetzt bin ich 12. Wer ist denn der goldene Mario und geht da so krass ab, ey? Ist nicht so, als wenn ich mich nicht darüber freuen würde, Dado, aber ich freue mich sehr darüber. Oh! Das war sehr uncool. Geil. Nein, auf wer klaut mir denn jetzt mit dem Geist? Leute, auf Platz 12 erstmal den Geist bekommen. Nein, wie ist er denn noch dann vorbeigekommen? Ja. Mann! Auf Platz 12 den Geist bekommen, ist genau der Schritt, den ich brauche. Können wir noch 200 CC spielen? Besser 200 CC. Bei 200 CC wirst du wenigstens von den Raketen nicht getroffen, weil die Leute, die eine Rakete haben, so weit hinten sind, dass sie sowieso nicht ankommen. Ja. Guck mal, da fehlt auch jetzt eine gute Map, und zwar ist es die. Welche ist denn das? Marius Goldmine, let's go. Die ist auch gut. Die ist nice. Die war aber Dalo hast du die, oder wie war das? Die war warum? Früher gut. Ich finde es einfach eine schlechte Strecke. Warum war die früher gut? Nicht gut designt. Licht. Ich verbrauche mit geschlossenen Augen. Da kommt sie sogar dran. Zum Glück sieht man hier die Online-Punkte nicht von den Spielern. Wie viel hättest du denn? 2? Ich hab eigentlich relativ viele. Echt? Ich glaube, ich habe so 1500. Ich glaube, Lars würde uns alle in den Schatten stellen. Oha. Gewinnst du gegen Japan? Gab's ein Maximum? War 99.999. Ich glaube, das war das Maximum, ja. Und das hätte man echt haben können. Du weißt, was wenn wir durchgezogen hätten, hätten wir das haben können, ja. Also ich habe am ersten Tag, als ich das Spiel bekommen, einfach richtig durchgezockt. Und dann wer schubst mich denn da von der Bahn? Mann, ich war doch schon gestunt. Ja. Hä, wenn du jemand auf den Boden wirst, dann weiter raufspucken. Normal. Spuck dir gleich da in den Nacken, spuck ich dir. In meinen Nacken. Ja, Max, weißt du Bescheid, ne? Muss so sein, wie wenn du einen Schneeball hinten reinbekommst. Wait, kann das Gespenst Items klauen? Ja. Ja, klar. Ach so. Hinter Schloss und Fenster. Das macht dich unsichtbar. Wenn du das. Nee, das klaut ein Item von jemand anderem und macht dich unsichtbar und unverwundbar für eine gewisse Zeit. Oh, ja, unverwundbar oh. Weiß ich gar nicht. Doch, du wirst nicht getroffen. Du kannst von keinem Sonnen. Blitz getroffen werden und du kannst. Ja, aber wenn einer mit dem Stern durch dich durchfährt. Nee, auch nicht. Du kannst alle durch. Du kannst dich alle Leute durchfahren auch. Ja. Also du bist komplett unverwundbar. What the? Die sehen dich auch nicht, die anderen, ne? Ja, außer du hast ein Item. Ja, genau, das Item ist gefahren, genau. Ey, ich war so gut weit vorne, ne, und dann so weit. Ich hab eine ganze Runde ohne Item gefahren. Aber wurde 8 von 8 Items getroffen. Aber wenigstens geben mir manche auch Pilze ab. Ja, hab ich dir mal ein bisschen gesehen. Ja. Windschatten? Hey. Hau doch ab da! Jetzt hat er mir auch noch mein Item geklaut, du scheiß Windschatten. Hau dich weg jetzt! Ich hab jemand eine Münze geklaut, richtig gelohnt, ey. Das weißt du immer, dass du dem ersten was weggenommen hast. Oha, das war so close. Oh nein! Tschüss, Balui! Für Balui, glaube ich, nicht ganz so close. Mann! Feurio, Dalu, Feurio! Nee, ich glaube, ich bin von der Banane getroffen. Und jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt kommt die blaue. Ja, kommt die. Nein, die blaue kam. Die haben mehr Leute einen Stern als eine grüne oder so gehabt. Oh, Dritter, was ist denn da los? So langsam, so. Ach, ey, du bist doch vor mir durch. Ach, gibt's doch gar nicht. Doch, Achter, bist du doch dran. Jetzt so Vanille Eis. Damit sich Platz 3 noch viel besser anfühlt. Ja. Platz gleich vor Wut hier, so. Was ist eure Lieblingseissorte? Döner.
Ja, mit so ein bisschen tiefgefroren und dann gemixt. Boah. Und dann wieder eingemixt. Ja. Schön Salat. Aber dann Kalb oder Huhn? Dann darfst du das Dönerfleisch trocken lutschen. Ich glaube, Stracciatella ist und Zimt ist geil. Zimt? Zimt ist richtig cool. Noch nie Zimt gesehen, wenn ich helfe. Gibt's immer so im Herbst eher bei uns. Ist das dann einfach so, war das, sind da so Zimt-Sachen drauf oder ist das einfach Zimt? Wahrscheinlich Vanille mit Zimt, ne? Es ist, ja, das ist Sahne als Zimt halt, ja. Ist voll geil. Ja, okay. Stracciatella ist mega nice, ja. Vanille ist, ja, Vanille, ist, Vanille halt ist langweilig. Basic, aber halt basic als geil. Erdbeer ist auch mal ein Klassiker, geht auch immer. Vanille, ja, Erdnuss, geilste Stracciatella. Stracciatella. Oh Gott. Senfeis. Pistazie ist auch immer gut. Wer ist denn da gelieft, ey? Wir hatten einen Rage-Crit gemacht. Ja, echt mal. Wahrscheinlich Tinker. Der war jetzt, als er dann das Ballon gegen Zimt alles gesagt hat. Ach nö, Baby Pork. Der will ich auch geben. I want my baby back, baby back, baby back. Der Hintergrund ist immer so krass gestaltet. Darauf achtest du nie im Rennen. Schleiß. Also, wenn nächstes Mal in Japan will ich ins Nintendo Land. Ja, da würde ich auch gerne hin. Aber ich werde nie nach Japan kommen, ey. Ja, ich leider auch nicht. Der Flug wäre zu teuer für mich. Ja, genau. Ja, allein der Flug würde mich arm machen. Aber vergleichsweise mit anderen oder so ist der Flug echt nicht teuer. Ja, das, was warum du aufgesetzt hast, ist viel mehr. Ist das nicht so weit weg oder warum? Ist schon sehr weit weg, aber. Haben wir da Rabatte nach Japan oder was? Aber vielleicht? Was denkst du, Manu, wie teuer ist es? Wie teuer es ist? Ja, Flug kostet doch irgendwie eine Person. 500 oder sowas? 500, hätte ich gesagt. Ja, also. Ich habe keine Ahnung, ich bin in meinem Leben noch nie geflogen. 500 bis 800. Das ist günstig. Ich hätte auch gedacht, das ist für einen Flug günstig. Für mich ist das teuer, also deswegen komme ich schon. Ja, nein, aus persönlicher Sicht nicht, aber ich meine jetzt aus mit anderen Sachen. Wenn man überlegt, wie lange man fliegt, ja, dann ist es günstig. Ich dachte, weißt du was? So, oh mein Gott, Italien. Ich versuche immer Urlaub zu machen, wo mich eine Übernachtung vielleicht 50 Euro pro Nacht kostet. Ja, das kriegst du in Japan halt nicht hin, ne? Und dann sagen die, ja, hier. Außer du nimmst diese Kapselhotels. Hier ist dann halt, ich glaube, 120 Euro pro Nacht muss es sein. Ja, aber wir sind in einem Hotel, also du kommst für 50 Euro. Du kannst ja diese Kapselhotels nehmen, wo du nur im Bett drin hast, wirklich. Ey, du wirst nur zugeschissen. Oder kannst du einfach so auf 150 Sterne Kapselhotel, ey. Da kriegst du. Boah, das ist so am Und mit der Lungenentzündung. Ja, aber ne, also ich selbst in Deutschland kriege ich ein Hotel für 60, 70 Euro in schönen Gebieten. So, ne, also keine Ahnung. Bin ich so, also da ist mir der Flug, das Geld für den Flug ist es mir nicht wert, ganz ehrlich. Das Einzige, was günstig ist in Japan, ist halt das Essen, ne? Ich glaube, das Essen ist sehr günstig. Nein. Nee, überhaupt ja, nicht. Wenn du so Ramen essen gehst oder so, das ist sogar nicht so teuer, oder? Ja, also wir haben jeden Tag so wahrscheinlich 30 Euro auf Fest ausgegeben. Ja, aber du oder mehr gehst, aber du bist, wir gehen dafür ja auch dreimal essen. Ich wollte gerade sagen, ihr geht auch 1000 Mal essen. Aber okay, eins habe ich mir sagen lassen, und zwar, dass Essen gehen günstig ist als Essen selbst machen. Also Essen in Japan ist vergleichsweise günstig, Getränke kaufen ist ja, Getränke teuer. Verdienen die halt immer, ne? Ja, okay, fair. Du kriegst dein Wasser, zwar umsonst. Ja, was anderes brauche ich doch nicht. Ich finde Essen in Japan auch übel teuer. Also ich trinke wirklich nur Wasser. Ich trinke nichts anderes. Mein ganzes Leben lang. Am liebsten Quellwasser aus den Bergen oder so. Aber ich trinke immer nur Wasser. Deswegen wäre es mir egal. Essen 30 Euro pro Tag, voll billig. Ja, klar, wenn du dreimal essen gehst, ist das voll chillig. Klar. Schreib Chat, ich finde es voll nicht billig, was zur Hölle? Wenn du dreimal essen gehst. Dreimal essen? Okay, also, dreimal. Das zahlst du in Deutschland für zweimal oder so. Dann zahlst du 18 Euro. Ja, eben. Oder so. Aber meistens eigentlich mehr als das. Ja, du, was kostet dich denn? Erstmal, was kosten dich die zwei Wochen Japan? Ich weiß, du machst immer vier Wochen, aber. Naja, also zwei Wochen haben uns. Ohne deine Einkäufe also von jetzt, wegen genau, Konsolen und so kaufen. Ja, 600, nur. 600, aber zu zwei, ne? Ja, Hotel also 2600. Und das ist klein, aber dann geht die Rechnung nicht auf. Wenn du sagst, der Flug hat schon um die. 800 kostet oder zwischen 500 und 800. Und hin und dazu Rückflug, dann Hotel noch, was mindestens 150 pro Nacht kostet, 120, keine Ahnung. Nee, also Hotel für zwei Wochen für zwei Personen ist, glaube ich, 1600. Ja, ja, okay, und dann noch der Flug dazu. Der Flug war, glaube ich, 800 und Essen dazu. Ne, hast du ja gesagt, also Essen. Also, ja, Essen, also eine also ne Grundverpflegung, bevor du Spaß machst. Denke ich, dass ich 5000 Euro ausgebe. Ja, krass. Ja. Aber in so vier Wochen, oder rechnest du in zwei da? Ja, aber auch nur, weil ich viel ausgebe und mache. Also, wenn du dann mal den einen Tag ins Disneyland gehst, den anderen Tag gehst du das machen. Und ja, aber, also, du unternimmst ja jeden Tag was Geld kostet. Aber so was könnte ich nicht ausgeben.
sowas könnte ich einfach nicht ausgeben. Also ginge nicht, egal wie man es redet. Nee, könnte ich auch nicht deswegen. So, also für mich ist dann Urlaub, wenn ich mit 1000 Euro rumkomme, bin ich schon froh. Dann das war mein Urlaub schon gut. Ja, aber das hatte andere Gründe. Ja, aber das waren ja auch, du hast dann vielleicht 1000 Euro selbst. Im ersten Jahr war das so, aber in den nächsten Jahren war es nicht. Hast du im ersten Japan ja auf Pump gelebt oder was? Und dann ja, habe ich auf Dadosch gelebt. Aber im dritten Jahr habe ich halt, ich glaube, ich habe 3000 Euro mitgenommen und habe 3500 ausgegeben. Das war schon hart. Und die Hälfte davon ging an den ersten beiden Tagen weg, weil wir in der Tokyo Game Show waren und da gab es viel Merchandise. Ja, ich glaube, das ist cool. Und ich hätte auch noch da in Japan liegen lassen, ey. Was ist denn Disney Sea? Disney Sea ist ein Disneyland mit nur Wasserattraktionen. Das war ziemlich cool. Waren wir auch.